viele leiden. Israel sollte die Faschisten von der Karte streichen. Wie Adorno alt schon sagte, weiß der Deutsche jederzeit, dass er mit Hass auf Israel nichts gegen Juden meint. Der Antisemit von heute wird sich selber nichts so nennen, selbst wenn er checkt, dass wieder Synagogen brennen. Über die Existenz von Israel muss man nicht diskutieren. Lang Hamas-Anhänger tun 3000 durch Berlin marschieren. Wer den Antisemitismus von heute ignoriert, der hat es wohl kapiert, wie das Deutschsein funktioniert. Gegen jeden, der sich durch voller Freunden will. Gegen jeden, der sich durch voller Freunden will.